Hallo, ich bin der David Speiser, ich komme aus Oberstdorf, aus dem Allgäu, bin 33 Jahre jung, fahre seit 1994 Snowboard, das ist die 20. Snowboard-Saison. Es macht immer noch Spaß, ich fahre immer noch gern Snowboard, wie vor 20 Jahren. Ja, und jetzt würde ich sagen, haben wir einen schönen Tag am Berg. Let's go. David Speiser, im deutschen Snowboard-Cross-Team ein Fahrer der ersten Stunde und vor allem noch immer Bordercrosser aus Leidenschaft. Die Faszination in erster Linie das Mann gegen Mann fahren und dass man aber so alle Aspekte vom Snowboarden drin hat. Man muss gut springen können, technisch gut fahren können, über Wellen und sonstige Features, nenne ich es jetzt mal. Kleine Schanzen, mittlere Schanzen, da muss man auch gut Kurven fahren können und das Wichtigste ist dieses Mann gegen Mann fahren. David Speiser ist der erfahrenste im deutschen Snowboard-Cross-Team. Bereits an 2 Olympischen Spielen hat er teilgenommen. In Vancouver landet David auf Platz 8. Seitdem hat er auch im eigenen Team starke Konkurrenz. Aber das belebt ja bekanntlich das Geschäft. Im Team ist es wahnsinnig wichtig, dass man seine Kollegen dabei hat. Ich zum Beispiel habe mich am David über Jahre echt hochziehen können. Er ist extrem kaltschnäuzig, wenn es irgendwelche, sag ich mal, angsteinflößenden Elemente im Kurs gibt. Die nimmt er einfach gerade. Da kann ich mich dann auch echt dran hochziehen. David ist unser alter Fuchs, der Älteste im Team. Die Jungen schimpfen ihn schon so ein bisschen Senior. Er bringt sehr viel Erfahrung mit. Darum ist der David trotz seinem Alters nie zu unterschätzen. Und ich halte auch sehr viel von ihm und sehe da auch sehr, sehr positiv in Richtung Februar. Wenn in Sochi wirklich alles passt, dann kann er, der alte Fuchs David Speiser, am Ende die Nase vorn haben.